Möchtest du Münzjagd spielen? Das wird großartig. So, du guckst jetzt mit, ne? Eine Figur auswählen kann ich nicht. Spielbedingungen nichts. Startpunktecken bewegen. Der kann alles. Der kann sternförmig drei in jede, also sternförmig. Ja. Der kann sternförmig drei. Der kann nur gerade und so. Der kann nur X, also schrägen. Nimm alle. Alle fünf Figuren wählen. Okay. So, bereit. Uff. Machen. Wen stelle ich jetzt dahin? Ich habe keine Ahnung. Der kann ja sternförmig. Der kann so, der kann so, der kann so, ne? Der kann nur so und so. Ich würde Mickey jetzt hier hinstellen. Oder ein weiter. Warte mal. Wie läuft der? Mickey läuft. Kann man das Brett irgendwie drehen? Guck mal, so ist das ja eigentlich, ne? So ist ja das Brett. Und so kann, dann kannst du hier, kannst du sehen. Zum Beispiel, Donald läuft nur so. So, ne? Goofy auch sternförmig. In alle Richtungen. Mickey läuft nur gerade oder so gerade. Minnie läuft so und so. Und Donald läuft wieder sternförmig in alle möglichen. Wie viele Züge haben wir denn? Zwar, wo, schau, wo du mindestens zwei erwischt. Ja. Aber ich kann die nur in die Ecken platzieren. Startpunkt in der Ecke. An den Rändern. Mickey kann man am Rand stellen. Wenn ich Mickey jetzt hier hinstelle. Nee, geht nicht. Der springt ja nicht bis hinten. Das ist keine Ecke, ne? Ist das ein Rand hier? Stell mal hin, ob du Mickey da hinstellen kannst. Ach, guck mal, jetzt zeigt an, wo ich ihn hinstellen kann. Also hier könnte ich ihn hinstellen. Überall, wo blau ist, könnte ich ihn hinstellen. Siehst du? Donald kann ich nur in den Ecken stellen. Und dann zeigt er dir an, wie er springen kann. Entweder so oder so. Das zeigt er auch noch an. Guck mal. Das ist gut. Wenn ich hier hinter, dann könnte er nur dahin springen oder dahin springen. Und hier Minimaus. Da erwische Okay, ich mit nur der können wir einen. jetzt gar nichts anfangen. Mach mal Goofy. Da erwische ich nur einen. Da erwische ich nur einen. Ja. Ja, das ist wirklich. Ich hasse das Spiel. Das stresst mich, ne? Das ist wirklich Stress für mich, ne? Goofy rechts hinten obere Ecke schreibt Friedhelm. Okay. Wieso habe ich immer noch Du musst drauf? auf Goofy klicken. Auf ihn klicken. So, jetzt hast du ihn. Und jetzt drauf. Setz ihn mal auf.
Wie viele Züge kann man denn bewegen? Bewege jede Figur im Spiel. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich auch nicht. Doch einmal, aber ich hab's nicht, ich kapiere es nicht. Ach, man tippt jetzt hier drauf, oder was? Kannst du ihn nicht da hinten draufsetzen, auf die Münze, auf die zweite, da hinterm Zaun? Kannst du ihn da nicht hinsetzen? Geht das nicht? Nee. Aber hier hin vielleicht? Warte mal. Also er steht jetzt da. Und weiter, wie macht man das denn, dass der dann zieht? Der bekommt zwei Münzen. Ja, der bekommt zwei Münzen, aber wie, wo muss ich ihn denn hinstellen? Geh auf Goofy, siehst du, wie er springt. Ja. Der steht dann halt schon. Ja, der steht ja schon. Ich möchte, dass er diese beiden oder welche. Er kann ja. Ja, ich kann es jetzt nicht wegnehmen. Er kann diese mitnehmen und er kann diese mitnehmen. Kann ich ihn jetzt einfach hier raufstellen? Unten im Menü. Direkt zum Zielfeld springen und ignoriert alles dazwischen. Also kann ich ihn jetzt auch direkt hier raufstellen, oder? Mach das jetzt. Kann ich nicht hier. Oder muss er von selber ziehen, dass man jetzt auch die Figur klickt? Wie? Ah. Er ignoriert alles dazwischen. Aber wie soll er denn zwei? Ich verstehe das nicht. Ne? Zwei nehmen. Wer ist denn jetzt am Zug? Überspringen. Figur 2. Platzieren, Figur 2 platzieren. Den nehme ich dahin. Bewege jede Figur, die im Spiel ist. Verstehe. Wie kann man den denn bewegen, wenn das er mehrere mitnimmt? Denn geht ja nicht über diese, ne? Das ist doch ein Scheiß. Ich raff das nicht richtig gerade. Da muss man mal in Ruhe. Guck mal, ich würde ihn jetzt so setzen. Ja. Aber wie mache ich das, dass er das macht? Gibt es einen Tonkanal? Ja. Das ist das Einzige, was noch ist. Ja, wirst du, dann bist du jetzt durch. Für die paar Minuten wird das gehen. Mach den Stream noch mal den Ton aus. Den. Okay. Also wenn Goofy kann ja sternförmig. Ein Feld für eine Münze, so meinst du. Also würde ich da jetzt... Wäre jetzt das Klügste, weil ich kann ja sowieso nur ihn nehmen jetzt, ne? So. Ich könnte jetzt, muss jetzt gleich eine neue Figur dazu nehmen, ja, ne? Ja. Ich würde jetzt Mickey nehmen.
Micky kann ich an den Rändern aufstellen. Das heißt, wenn ich ihn hier aufstelle, könnte ich bis zu dieser Münze vorgehen, richtig? Ja, wenn ich ihn hier hinstelle. Wenn ich Micky jetzt hier an dem Zaun hinstelle, kann ich 1, 2, 3 Felder gehen. Weil der Goofy, warte mal, wie kann ich jetzt das wieder ausmachen? Der Goofy? Aber Goofy kann ich doch hier hochführen, oder nicht? Wenn ich Goofy hier hinführe? Der kann auch sternförmig. Was macht Minnie? Minnie macht... Oh, und Minnie ist völlig von Banane. Der ist auch völlig Banane. Also der auch nicht. Also rein theoretisch, 2 Münzen würde ich jetzt nur mit Micky machen. Und mit Goofy könnte ich die Münze als eine nehmen. Oder? Wenn ich mit Goofy kann ich ja hier gehen. Den und den. Deine Verbindung war jetzt gerade extrem schlecht. Ich verstehe dich ganz schlecht, Friedhelm. Ganz, ganz schlecht. Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Eben habe ich dich ganz toll verstanden, jetzt verstehe ich dich ganz schlecht. Du kannst auch Figuren austauschen. Ich habe jetzt, also meine Idee war jetzt, Micky hier hinzustellen. Der geht 3. 1, 2, 3. Dann nimmt er 2. Goofy könnte diese hier nehmen. Und Donald würde dann, warte, Donald. Boah, jetzt höre ich mich selber. So, jetzt, ich habe dich jetzt einmal für den Stream ausgemacht gehabt. Weil sonst hört der Stream mich jetzt auch doppelt und dreifach. Hörst du mich? Die neuen Figuren können nur aus den Ecken oder andere ersetzen. Na, die neuen Figuren, das steht ja dran, wo die starten können. Ja, ich höre dich. Ja. Aber hier unten kriege ich doch keine Münzen. Ach so, wenn ich mich so hin... Ach so, ja, ich sehe. Ja, genau.
dann stelle ich die jetzt dorthin und sag jetzt, der soll hier hingehen. So. Und jetzt muss ich Goofy nehmen? Oder wen nehme ich jetzt am besten? Donald kriegt nur diese. Oder die zwei. Donald könnte ich hier... Ja, der kann doch hier, bis hierhin, ne? So schräg. Donald kann doch hier schräg, oder nicht? Auf Donald, der kann Stern. Der kann Stern, ja genau. Der kann sternförmig. So, so. So, aber der, ach so, der geht drei, aber kann nicht drei. Da, wo ich die zwei, ne? Die zwei, diesen und diesen. So. Okay. Aber jetzt hat Goofy hat nichts. Goofy ist auch... Wie nach oben? Das geht ja nicht. Goofy kann nicht nach oben. Du meinst nach links, meinst du? Okay. Minnie kann doch dahin, oder nicht? Mickey meine ich. Mickey kann den Goldenen holen. Muss ich jetzt eine neue... Ach nee, wir müssen eine neue noch platzieren, ne? Wir müssen... neue Figur. Der muss in die... Dagobert muss... Enthält den Zug eines... Hier unten in die Ecke, warum? Da würde ich jetzt Mickey hinsetzen. Die habe ich mit... Ja, weil Mickey kann noch zwei und die goldene kriegen. Ja. Und wenn ich den hier oben setze... Dann setze ich die jetzt hier hin. Er will er nicht. Nee, der kann... Warte mal, was steht denn bei Donald? Startpunkt in den Ecken, aber... aber warum kann ich den nicht... Ja, aber ich, der ist, das ist ja die Ecke. Ich krieg den da nicht hingesetzt. Warum nicht? Pass mal auf, ich lasse den mal. Ich glaube, wir müssen springen. Ich nehme jetzt erstmal Mickey. Nee. Platziere die Figur. Ich muss Minnie. Muss ich Minnie platzieren? Auch nicht. Ich muss ersetzen. Guck mal, der zeigt hier, entweder ersetze ich die oder ich ersetze die. Oder die. Ich muss die ersetzen. Pass mal auf, ich ersetze den mit Donald. Mickey mit Donald, Minnie mit Donald und lauf nach dort. So. Und setz
nach dort, ne? Nee, und jetzt bewege jede Figur einmal im Spiel. Ja, will ich ja. Ach, die kann nur schräg. Ah, die kann nur schräg. Pass auf, wir machen erstmal Mickey. So. Wir haben 12, die haben 7. So, und Goofy nehmen wir hier rüber, ne? Nach links, dann kriegen wir 2. Ja. 1, 2. Dahin. Der springt! Warum springt der denn? Wieso ist der jetzt gesprungen? Und Minnie kriegt gar nichts. Das nervt mich. Ey, was ist das für ein blödes Spiel, ehrlich? So, dann lassen wir die anderen jetzt mal. Der holt sich jetzt die, der springt dorthin. Uff. Überspringen. Ich will nicht überspringen. Also wir machen jetzt was, was überspringt. Was soll das denn? Also Goofy ist hier oben. Dort ist Minnie. Und Mickey ist hier. Wenn ich jetzt... Ich muss ja jetzt austauschen, ne? Der geht sternförmig und der geht... Beide gehen sternförmig. Hör mal auf, ich mach Donald wieder auf Minnie und wir gehen erstmal hier rüber. So, der geht jetzt hier hin. Bewege, ja, bewegen. So. So. Und Goofy? Goofy kann auch sternförmig, ne? Aber sternförmig nach da. Hier rauf. Sehr schön. Und jetzt kann auch Mickey. Und Mickey, würde ich sagen, ziehen wir einfach hier rüber. Ja, aber vielleicht kriegen wir den Goldenen, wenn der andere blöd spielt. Ich hab verloren. Oh, ich kotze. Ich liebe dieses Spiel nicht. Komm, wir machen nochmal Revanche. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, ist das in Ordnung, was das meint. Ja, wenn man das verstanden hat. Oh. So. Mit was fangen wir an, Friedhelm? Wie würdest du jetzt spielen? Bist du noch da? Nein, Fried. Du hörst mich nicht mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich höre dich schon. Für die hier unten, die zwei. Und die Münzen.
Die rechts unten. Also Dagobert kann ja von den Rändern, ne? Nee, von den Ecken. Da musst du im Stream hören. Minimaus kann von den Rändern. Aber Minimaus geht schräg. Geh mal bitte auf. Eins, also, zwei, wenn man drei. Den Arm hochgehen kann, also wenn du neben diesem grünen Buffel stehst. Mickey, Donald. Donald startet von den Ecken. Da, warte. Wer war das gerade? Nee, nimm mal Mickey, bitte. Mickey? Mickey geht zwei hoch. Na guck mal, da kriegst du doch zwei Münzen. Einmal weg. Ja. Das würde ich erst, als ersten Zug. So. Donald geht nur von den Ecken aus. Goofy geht auch nur von den Ecken. Minnie geht auch von den Rändern. Aber Minnie geht nur schräg. Dagobert, Grit schreibt Dagobert dann nehmen, wenn es um die Goldenen geht. Dagobert geht auch von den Ecken aus. Goofy, springt der immer? Also, ich weiß nicht, ob der immer springt. Kann direkt zum Zielfeld springen und Erik ignoriert alles dazwischen. Goofy ist der Einzige, der springen kann. Also ist Goofy das Pferd? Goofy ist der Einzige, der springen kann. Hallo Beringer, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Beringer. Wie viel springt der? Drei. Also ich könnte ihn jetzt hier hinsetzen und dann würde er zum Beispiel hinterm Zaun landen. Würde jetzt, wäre jetzt als Beispiel. Ist zwar Quatsch, aber da siehst du, wie weit er springen kann. Immer drei Felder. Aber den kann man halt auch nur von der Ecke aus. Ja, den kannst du nur von der Ecke aus. Oder ersetzen. Ich könnte sie jetzt auch ersetzen. Dann nimm erstmal Minimaus, glaube ich. Minimaus? Die kann von überall starten. So, lass mal eine Münze weg. Nimm das da. Kriegst du hinten die weg. Die? Die am Rand ist. Die und dann hier so lang, oder was? Nee, schräg. So runter. Läuft doch schräg, oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, und aber ja. Aber wenn du die ein nach oben. Ach, ja, so geht's auch. Ja, so geht's auch. Dann nimm die. Ich hätte jetzt die vom Rand weggenommen. Aber du kannst auch die. Kann ich nicht da draufsetzen, oder? Kann ich die auf die Münze setzen einfach? Nee, nicht auf die Münze. Ich würde Mini nehmen und oben rechts machen. Ja! Ja, Mann! Da ist auch noch. Weil dann würde ich nämlich 1, 2, 3 nehmen. Das muss doch gehen, oder? Ich habe die Münze da gar nicht gesehen. Ja, mach. So, und jetzt geht sie 1, 2, 3. Jürgen, jawolla! So, und jetzt müssen wir aber Mickey noch bewegen. Mickey kann jetzt hier lang oder so lang. Ich würde ihn nach links gehen lassen. Hm. Aber auch volles Rohr, ne? Ja, dann nimmt er eine mit auf die. Ja, ja, aber dann verteilt er sich da hinten und kann von dort aus besser agieren, oder? Eins, zwei, drei. So, jetzt ist er dran, ne? So.
Wir haben jetzt noch... Was heißt überspringen? Ich müsste jetzt eine überspringen oder eine Figur also ersetzen oder was? Wir hätten jetzt hier Donald, der würde über Ecken gehen, zum Beispiel. Da würde er eine, da würde er eine, da würde er keine. Warte. Dann nein. Warte, Donald. Oben in die Ecke bin. Oben links die Ecke. Ja. Links. Wieso bekommt er dann zwei? Ja, nicht. Guck mal, wenn der da lang zieht. Eins, zwei, drei. Oder kann er hier am Rand lang gehen? Der nein. Kann auch am Rand lang gehen. Kann er auch hier am Rand lang gehen? Stell dich mal in die Ecke, bitte. Guck mal, wird doch angezeigt. Schau mal. So blau. Eins, zwei, tatsächlich. Der geht am Rand lang. Ich wusste nicht, dass der am Rand lang geht. Dann geht der da lang. So, dann hätten wir jetzt Mickey oder Minnie. Minnie schicke ich jetzt zurück, oder? Minnie schicke ich jetzt hierhin zurück. Mickey meine ich. Und Minnie... Wenn ich kann nur da oder da lang. Wenn ich stelle ich jetzt hier hin. So, jetzt ist er dran, ne? Ja, steck mal noch ein paar Münzen rein hier, jawohl. So, jetzt wird's bunt. Dagobert geht in den Ecken. Ach nee, wir müssen jetzt ersetzen. Nee. Ich will nicht ersetzen. So. Donald kann wieder. Eins, zwei. Mini kann dahin. Ne? Und Mickey, 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donald oder Dagobert reinholen. Ich würde Dagobert jetzt hier auf Mini setzen, genau. Weil der kriegt ja zusätzlich, wenn er jetzt die goldene nimmt. Aber Dagobert geht sternförmig, ne? Aber ist egal, ne? Stimmt. Warte mal. Oh, oh, oh. Warte mal, der geht sternförmig. Kannst du den überall setzen? Der kann hier hinter den Zaun warte, nicht. Warte. Warte mal. Warte, ich stimme einmal. Kann ich ihn hier? Eins, zwei. Wenn ich ihn hier hinsetze, ich muss ersetzen, das ist das Problem. Dagobert meine ich, ne? Ja, ja, ich kann ihn nur ersetzen. Ich kann nur ersetzen gerade. Ich kann die ersetzen, die ersetzen oder ihn ersetzen. Das ist das Problem. Ich kann nur ersetzen, die Figuren ersetzen.
würde ich den hier ersetzen, dass da irgendwas... Kann ich nicht, das ist nicht unser. Der ist unser. Das ist unser, das ist unser und das ist unser. Vielleicht Goofy ersetzen, dass Goofy springt oder was? Goofy und hier hin. Dann kann ich den hier rübersetzen. Mach das jetzt so. Goofy geht hier hin. Ja, und wenn ich jetzt Glück habe, so Mini geht hier hin, ne? Kann sie nicht. Kann sie nicht, natürlich nicht. Aber Mickey kann, ne? Mickey kann auch nicht. Mickey kann nur in die Richtung. Warte mal Mini wieder aus hier. Aber Mickey kann den holen. Wie viel ist der goldene Wert? 3. Na, dann nehmen wir den so. 3 sogar. So, 3. Und Mini? Mini macht nur Sternscheiße. Die müssen wir mit Dagobert ersetzen, echt, ey. Ja, die könnte nur hier praktisch die holen. Ja, den hier. Ja, vergiss es. Victory. Ja, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Friedhelm, ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Herr von Unruh. Oh. Ja, danke schön, danke schön. Tschüss. So. Ei. Nein, jetzt will ich raus hier. Ich will einfach nur... Oh Gott. Boah, das ist ein Spiel, was ich überhaupt nicht. Juhu, dann können wir die Quest nämlich auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, das ist, wird nicht zu meinen Lieblingsspielen werden. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Das war toll. Nein, war das nicht. Das war. Nein. Ich habe ewig gebraucht, um mein erstes Spiel Münzjagd gegen Merlin zu gewinnen, aber du hast mich ziemlich schnell besiegt. Ich wette, viele Leute würden gerne eine Partie mit dir spielen. Ah. Wenn du gewinnst, erhältst du Spielfiguren. Wenn du weiterspielst, kannst du sogar noch mehr gewinnen. Hey, und vielleicht können wir eines Tages die Meisterschaft von Münzjagd wieder ins Leben rufen. Ich wette, du wärst im Handumdrehen Meister.